Herzlich willkommen zu einem mehr oder weniger geplanten Unboxing. Soll auch vorkommen, nicht immer nur spontane Unboxings. Zu, das Bild gibt alles heraus. Ist verschmiert. Ich habe noch ein bisschen nasse Hände. Ich habe mir gerade die Hände gewaschen. Zu Death Stranding, der Collector's Edition, zu diesem wundervollen Werk. Also ich weiß es noch nicht. Ich habe zwar Tests gelesen, aber es natürlich selber noch gar nicht gespielt. Die Collector's Edition befindet sich nun in meinem Besitz. Wir finden hier einen übergroßen Norman Reedus drauf mit dem BB, dem sogenannten Bridge Baby. Und ja, wir werden das jetzt gemeinsam mal auspacken. Ich hoffe, dass die Kamera alles erfasst. Ich habe es tatsächlich hinbekommen, ein Stativ für das Smartphone mir zuzulegen. Und ja, dementsprechend hoffe ich, dass alles sichtbar sein wird. Das Paket ist wirklich verdammt groß. Ich war erschrocken, als ich das von der Post eben abgeholt habe. Kann ich nur übrigens empfehlen, dass man Pakete zur Post schicken lässt, wenn man einfach weiß, man ist vielleicht nicht zu Hause, hat aber eine Postfiliale in der Nähe. Denn solche großen Pakete hier passen dann auch wieder nicht in die Packstation. Das nur als Randinfo. Tja, gucken wir mal, was denn Hideo Kojimas, ich mach das jetzt mal hier, Meisterwerk, was es parat hält in Sachen Collectors Edition. Denn jetzt kümmern wir uns nur um den Inhalt. Bevor wir das tun, drehe ich den Spaß mal, aber viel zu sehen gibt es da im Prinzip nicht. Inhalt. Individuelles Steelbook mit der Vollversion von Death Stranding für PS4. Nendoroid Maw. Ludens Minifigur. BB-Kapsel. Figur Maßstab 1:1. Ich bin gespannt. Dann hätten wir die Bridges Transportkiste. Die hat man ja in diversen Trailern schon gesehen. 10 PSN-Charakter-Avatare für die PS4. Digitales Musikalbum Death Stranding Timefall. Originalmusik aus der Welt von Death Stranding. Schade, nur digital. Aber mein Gott, ist ja mittlerweile Standard. Schont die Umwelt. Death Stranding Timefall. Digitales Hinter-den-Kulissen-Video. Und Ingame-Objekte, sobald im Spielverlauf verdient. Goldenes Kraftskelett, Ludens-Maske, Sonnenbrille in Gold. Goldener Plattenpanzer, Stufe 2 nehme ich mal an. Goldenes Geländeskelett. Also, ihr seht schon, das Hauptmerkmal liegt auf diesem Bridge Baby, was hier in einem 1:1 Maßstab drin sein soll. Ich lasse mich überraschen und würde sagen, wir packen den Spaß jetzt aus. Ich habe es mir noch nicht angeguckt. Ich habe nur den oberen Teil schon mal geöffnet und habe das auch sinnigerweise getan, denn da war sofort der DLC-Code drin von dem Spiel. Dementsprechend wäre das nicht so klug gewesen. Genau. Gut. Ich hoffe, man kann nach wie vor alles sehen. Wir haben hier erstmal einen relativ simplen Inhalt, den ich hier einfach mal rausziehen kann. Na, wie kriege ich das denn jetzt hier am besten raus? Hier, ich schwenke mal die Seite, sieht man das individuelle Steelbook. Es blendet jetzt natürlich, ich packe es auch mal eben aus, dann blendet es vielleicht ein bisschen weniger. So, es blendet trotzdem. Die Kamera tut, was sie kann. Das ist das Steelbook, wo auch ein von Schlamm benetzter Norman Reedus drauf zu sehen ist. Was ist da noch drauf? Ja, sonst nichts. Da haben wir Kojima Productions nochmal hinten drauf. Ich weiß da nicht, was das hier bedeutet, ob das die Nummer der Edition ist, aber das halte ich natürlich für unwahrscheinlich, denn so viele Collectors Editionen wird es wohl kaum geben. Ich weiß nicht mal, was für eine hohe Zahl das ist, Mathematik und so. So, ich mache das einmal erst hinter der Kamera auf, in Anbetracht dessen, dass da vielleicht irgendwelche DLC-Sachen drin sein könnten, also in Sachen Codes, jetzt fällt es mir schon runter. Peinlich. Hat man das jetzt gesehen? Ich hoffe nicht. Aber ich werde sowieso gleich einlösen, bevor ich das Video hochstelle, von daher ist das eigentlich auch scheißegal. Es sei denn, es geht noch nicht. Aber hier ist ansonsten eh nichts, hier ist nicht wirklich was Spannendes drin. Hier ist halt das Spiel drin. Witzigerweise PEGI 18. USK hat es ab 16 freigegeben. Gibt es da noch irgendein Design? Ja, man sieht einen verkommenen Strand. Und ich glaube, verweste Tiere. Man sieht es sehr schlecht. Es ist halt sehr in dunkelgrau gehalten. Schade, das bedeutet fast schon, dadurch, dass das die Disc hier drin ist, dass es keine Original-Spielehülle geben wird. Ja, dazu gibt es nicht mehr viel zu sagen. Das ist das Steelbook, das können wir zur Seite räumen und jetzt
muss ich gucken, wie ich hier was am besten raushole. Denn das überfordert mich gerade ein Stück weit. Ich muss mal ein bisschen ziehen. Das ist leichter gesagt als getan. Es ist eine doch ja, relativ große Schublade. Ich mache das jetzt mal eben hochkant. Ich glaube, hoffe, dass ich so einfacher nichts rauskriege. Okay. Ich brauche ein bisschen mehr Gewalt. Oh Gott! Solche Unboxings sind einfach körperlich zu anstrengend. Das stellen wir mal nach unten. Und ja, der Tisch ist kaputt und hat einige Macken. Shit happens, ist halt ein billiger IKEA-Tisch. So, da haben wir diesen Koffer. Massives Plastik, wahrscheinlich krebserregend, so wie heutzutage alles. Er sieht eher so aus, als wenn das jetzt so ein Lego-Bausatz, Lego-Technik-Bausatz wäre, der da drin ist, ne? Aber ich nehme ihn mal raus. Oh, ja. Ist hier noch irgendwas drin? Nope. Er fühlt sich relativ massiv an zumindest. Ich lege ihn mal hin. So, jetzt kann man ihn auch vernünftig sehen. Das ist der Koffer. Sieht von beiden Seiten schätzungsweise fast gleich aus. Da ist noch ein Code-Gedöns drauf, nehme ich mal an. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, Code-Gedöns. Ich habe recht. Und jetzt wollen wir dann mal versuchen, den Koffer zu öffnen. Ich bin noch nicht sicher, wie er aufgeht. Deswegen, okay, er geht relativ leicht auf. Man macht einfach Klick-Klack und fertig. So, und jetzt werden wir gemeinsam das Bridge Baby wahrscheinlich enthüllen. Oder auch noch nicht, denn es liegt noch ein Zettel darüber. Gut, lassen wir das nochmal ganz spektakulär. Das hier ist Tapeband. Ich weiß nicht, ob man das für irgendwelche Sexspielchen mal benötigen kann. Oder ob man irgendwas absperren möchte. Was steht drauf? Void if taped. Keine Ahnung. Ich kann es nicht lesen. Do not paint or remove label. Whatever. Okay. Da ist irgendwas Uninteressantes. Und da ja, ist das sogenannte Highlight. Hier haben wir noch diesen Nendoroid Minifigure Ludens. Das sind diese komischen Typen, die da mit ihren Helmen rumlaufen. Und erstaunlicherweise, und ich weiß nicht, ob das schon Spoiler ist oder nicht, deswegen kann ich tatsächlich jetzt nicht sagen, also falls das jetzt eine Spoilerwarnung benötigt, Spoilerwarnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe es wie gesagt noch nicht gespielt, weil diese Figur, man sieht es vielleicht, hat einen Skelettkopf darunter unter dem Helm. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, denn was ja klar ist, das Spiel hat sehr, sehr viele mysteriöse Punkte, die nicht unbedingt durch Trailer einem offengelegt wurden. Ja, hier haben wir nochmal das Label von Kojima Productions und das dazu. Und jetzt kommen wir natürlich endlich zur Hauptattraktion. Jetzt habe ich endlich mein eigenes Baby. Ja, ich bin Vater geworden soeben. Wir wollen es dann auch mal direkt hier herauslösen. Das hier ist das Bridge Baby. Und klar ist das Plastik, aber es ist eine coole Sache. Hallo, lebst du? Und es soll ja angeblich auch als Lampe fungieren. Wir werden mal schauen, ob dem wirklich so ist. Ich drehe das erstmal nochmal um. Hier haben wir so eine Art Halterung, denn Sam, so wie der Protagonist von den Norman Reedus spielt, heißt, trägt es ja immer bei sich. Und das ist wahrscheinlich so eine Halterung. Hier kann man es auch gut festhalten, falls man mal spazieren gehen möchte und sagen möchte, hey Leute, guck mal, ich habe einen Sohn oder eine Tochter, whatever. Ja, kann man hier irgendwas drücken? Nein. Ensure lock is tight. Okay, interessant, ja. Hier kann ich nichts drücken. Hier kann ich was drücken. Aber ich nehme an... Warte mal. Nee, da ist noch kein Licht. Ich nehme an, dass da Batterien vielleicht noch rein müssen. Hier ist ein Schraubverschluss. Ich nehme an, da sind keine Batterien drin. Und wen es interessiert, Made in China. Wer hätte das gedacht? Ja, viel mehr kann ich jetzt von dem Bridge Baby tatsächlich nicht zeigen. Ich kann es nicht öffnen oder so, also das ist nicht möglich. Aber ich kann nochmal versuchen, die Details davon zu zeigen. Hier verläuft unten die Nabelschnur. Sieht ein bisschen eklig aus, ne? Ist auch ein bisschen creepy, sich so ein Baby hier jetzt hinzustellen. Aber why not? Ja, das ist das Ganze. Ich denke, man
konnte alles jetzt gut überblicken hinsichtlich dessen. Warte mal. Flip up toggle to open case cover. Moment. Ist hier etwa doch noch was zu machen? Ich kann hier auch was rausziehen. Aber keine Ahnung, das ist einfach nur so ein kleiner Pinöppel, der hier drin steckte. Da ist eine Schraube drunter versteckt, also nichts Spektakuläres. Jetzt Check Connection, da kann ich nichts machen. Ich will jetzt auch nichts kaputt machen. Sonst habe ich hier gleich eine Collectors Edition, die nichts mehr wert ist. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, nicht, dass das gemacht dafür ist. Das ist ja auch nur ein Modell. Ich glaube nicht, dass es dafür gemacht ist, hier geöffnet zu werden. Und wenn ja, werde ich das jetzt hier lieber nicht mehr weiterhin versuchen im Video. Wie gesagt, ich denke, das hier fühlt sich an wie ein Schalter, der möglicherweise das Ganze erleuchtet. Denn wie gesagt, ich habe mir sagen lassen, dass es als Lampe fungieren kann. Und das funktioniert jetzt hier leider nicht. Und wie gesagt, öffnen kann ich nichts und ich will jetzt auch nichts kaputtbrechen. Ja, Freunde. Ist übrigens auch ganz nett, dass der Koffer hier so gefüttert ist. Das ist das Bridge Baby. Ich pack's mal wieder rein. Ich kann da jetzt tatsächlich nicht mehr mitmachen. Aber ist ja auch in Ordnung. Da haben wir nochmal das Tapeband. Das können wir nochmal wieder reintun. Und die Nendoroid-Figur. Spricht man das so aus? Ich bin mir nicht sicher. Ja, das Spiel. Und das war es im Prinzip schon. Also die große Verpackung. Es ist keine Mogelpackung in dem Sinne. Der Koffer war halt groß. Und da war halt dieses Bridge Baby drin. Was soll ich dazu noch sagen? Schreibt gerne in die Kommentare, ob euch das Unboxing gefallen hat. Schreibt gerne, wie ihr diese Collectors Edition findet. Wie ihr das Modell von dem Bridge Baby findet. Und ob ihr anhand des Preises von knapp 200 €, ob ihr den angemessen findet, wiederum gemessen an dem Inhalt, den es letztendlich bietet, den diese Collectors Edition bietet, oder ob ihr das überteuert findet. Meine persönliche Meinung, ich tue mich noch ein bisschen schwer. Ich finde es immer scheiße, darf man das sagen? Ich finde es immer blöd, wenn das nicht noch als Originalhülle drin ist. Steelbooks stelle ich mir gerne hin als Deko, damit man sie angucken kann, weil sie haben ja halt ein schöneres Design oder oftmals ein schöneres Design als das normale Boxart. Und deswegen, die sind mir zu schade, eigentlich im Regal zu verstauben. Aber ich habe halt keine Lust, wenn ich das Spiel aus der PlayStation entferne, jedes Mal das Steelbook vom Schrank oder so zu holen, anstatt aus meinem Spieleregal. Deswegen freue ich mich eigentlich immer, wenn eine normale Spielhülle drin ist. Ist hier leider nicht gegeben. Das ärgert mich. Was mich aber wirklich am meisten ärgert ist, oder was heißt ärgert? Ärgert ist immer viel gesagt. Oder stört, besser gesagt, ist, dass es den Soundtrack nicht physisch gibt. Das finde ich immer cool. Klar, zugegeben, heutzutage hört jeder über Streaming, Spotify oder lädt sich Sachen runter und digitalisiert den ganzen Spaß. Wer benutzt bitte noch einen CD-Player? Ich auch nicht. Aber für mich ist dieses haptische, ich mag das halt. Ich stelle mir halt auch solche Sachen gerne ins Regal, sonst würde ich, Vollidiot, mir ja nicht so eine Collectors Edition mit einem Baby in der Kapsel kaufen. Zum Spiel selber werde ich jetzt keine Meinung kundtun oder potenzielle Spoiler hier aus Versehen verbreiten. Könnte ich jetzt auch nicht. Ich kenne nur die Trailer, aber selbst die könnten ja schon Spoilermaterial sein. Ja, Death Stranding ist der neueste Streich von Hideo Kojima, nachdem seine Metal Gear-Reihe noch die Rechte noch bei Konami liegen, bei denen er nicht mehr tätig ist. Und dementsprechend, ja, bin ich mal gespannt, was dieses Spiel zu bieten hat. Die Tests sind doch eher positiv als negativ. Das stimmt mich wiederum positiv. Ich glaube, ich kann mich auf so kunstvolle Spiele ganz gut einlassen, die auch durch sehr lange und ausdauernde Zwischensequenzen cineastisch inszeniert werden. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr die Collectors Edition findet. Bin gespannt, wie ihr das Spiel findet. Nur falls ihr derartiges in die Kommentare schreibt, bitte ohne Spoiler oder wenn, dann mit Spoiler-Markierung. Und ja, ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen und begrüße euch gern wieder bei einem potenziellen nächsten Video und sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis demnächst.